Ja, so sagen Sie bitte, warum hinterlassen Sie so viele Kontos bei uns? Ja, weil ihr Betrüger seid. Nein. Doch. Guten Tag. Hallo, einen wunderschönen Tag, Herr Sebastian. Nee, Herr Grüß. Sebastian, nicht. Das Okay, ist mein Vorname. dann habe ich mal verwählt. Ich entschuldige mich. Nö, das ist ja mein Vorname. Ach so, ja. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir wieder zwei Telefonate. Im ersten Gespräch, habt ihr es schon gehört, heute haben wir einen Betrügerkollegen dran, der begriffen hat, dass wir das System ganz schön mit Daten zu müllen. Im zweiten Gespräch, naja, der Typ, dem ist wohl nicht mehr zu helfen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit diesen beiden Telefonaten. Ja, so sagen Sie bitte, warum hinterlassen Sie so viele Kontos bei uns? Ja, weil ihr Betrüger seid. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Nein. Ja, also nach Intelligenz braucht man hier, glaube ich, nicht suchen. So gefühlt das halbe Gespräch besteht hier aus. Nein, doch. Nein, doch. Aber was viel schlimmer ist, vielleicht hört's der ein oder andere ja so ein bisschen raus, währenddessen immer der andere spricht, also der Betrüger. Ja, da ballert auf voller Lautstärke von Snoop Dogg die Musik im Hintergrund und zwar absolut so laut und klar und deutlich verständlich und kaum rauszuretuschieren, dass es tatsächlich der YouTube-Algorithmus erkannt hat, welches Lied da ist. Da mir das hier rechtzeitig Gott sei Dank aufgefallen ist, schon im Schnitt, habe ich tatsächlich einfach mal eine Audiodatei oder dieses Audioschnipsel mal hochgeladen und geschaut, ob das tatsächlich erkannt wird, und es wird erkannt. Absolut Wahnsinn. Also ich glaube, die kämpfen teilweise schon mittlerweile mit allen Bandagen, um irgendwie den Scambaitern das Leben schwer zu machen, damit sie eben nicht hier auf YouTube landen. Aber gut, Technik muss man nur beherrschen können. Dann kriegt man die Musik auch größtenteils wieder rausgefiltert. Ja. Und wie können Sie das nachweisen? Indem du gerade einfach anrufst. Das beweist es. Ja, also Sie haben die Daten hinterlassen Ja. und ich kontaktiere mit Ihnen sofort, weil Sie das selbst gemacht haben. Ja, Und meine aber Arbeit du ist bist einfach, Sie eine weiterbegleiten. Kakerlake, die die Leute betrügt. Nein, das ist nicht Doch, wahr. das ist wahr. Ja, Du bist und kriminell. schauen Sie mal, wenn Sie so sagen, Du wenn Sie so bist sagen, dann haben Sie kriminell. schon vielleicht schlechte Erfahrung oder was passiert? Du bist die schlechte Erfahrung. Ja, ich habe gefragt, ob Sie schlechte Erfahrungen haben. Ja, mit dir. Du bist die schlechte Erfahrung. Sie haben meine Frage nicht verstanden. Doch, du bist die schlechte Erfahrung. Also, ich weiß nicht, also, ich muss es mir nochmal erklären. Ich habe Ja? gefragt, ob Sie schon schlechte Erfahrungen bei uns oder bei irgendwelcher anderen Firma haben. Ja, bei dir? Nein. Bei mir, Doch? also haben Sie keine schlechte Erfahrung. Doch? Ich handle nicht mit unseren Kunden. Ich bin nur Ihr Account Oh. Manager. Ja, aber du bist ja ein Betrüger. Nein, das ist nicht so. Doch? Ja, wie könnten Sie das nachweisen? Ja, du rufst doch gerade an. Das ist doch der Beweis. Du hast ja Nein, illegal das ist nicht angerufen. so. Hast ja gar keine Wenn Anruferlaubnis. Sie vielleicht bei Ja. irgendwelcher Ja. Firma im Internet die Daten hinterlassen, Sie bekommen auch einen Anruf. Oh. Toll. Du bist ein Ja? Betrüger. Nein, das ist nicht so. Das ist nicht so, wenn Sie zum Doch, doch. Beispiel einfach Ihr Telefonnummer im Internet hinterlassen und Oh. jeder, wenn der Sie anruft, der ist Betrüger. Das funktioniert Ja. nicht so. Oder Ja, du bist verstehen aber Sie ein nicht, wie Betrüger. Internet funktioniert? Ja. Aber du bist ja ein Betrüger. Ja, ich habe Ja, gefragt, wie können Sie genau. das nachweisen? Ja, habe ich doch gesagt. Indem du angerufen hast. Also du hast es selbst Nein, nachgewiesen. Sie sagen immer dasselbe, aber das ist ein Quatsch. Nee. Ein Quatsch gibt's nicht. Doch. Nee.
Guck mal, du rufst doch irgendwo aus der Türkei an oder aus Albanien und das ist doch schon, weißt du, dann rufst du mit einer gespoofen Telefonnummer an und tust so, als würdest du aus England anrufen. Aber das stimmt ja nicht. Aber warum denken Sie, dass ich aus Türkei oder Albanien rufe? Weil die meisten Albanier sind, die hier anrufen. Verstanden. Ja. Und du bist ein Trüger. Ja, und? Ja. Nein, das ist doch. Nicht so. Doch. Ich verstehe nicht, warum Sie so denken, aber. Und ich verstehe nicht, warum du die Leute betrügst. Warum betrügst du denn die Leute? Also verstehen Sie, das ist wie. Ich weiß nicht. Ich kann ja, Ihnen das alles erklären, genau. Aber Sie wollen nicht hören. Sagen Sie immer das selber. Ja, aber du bist doch kriminell. Dir braucht man doch nicht glauben. Warum muss ich Sie vertrauen? Ja, weil du kriminell bist. Du bist halt kriminell. Nochmal. Ja. Nochmal. Wie kann ich Ihnen vertrauen? Gar nicht. Du bist schon Krimineller. Ja, und so warum? Wenn Sie so sagen, also das muss ein Wahrheit sein. Nee, das stimmt ja so. Es ist die Wahrheit. Auch wenn du sie nicht wahrhaben willst. Du bist und bleibst ein Betrüger und somit ein Nichtnutz für die Gesellschaft. Nein, Sie sind sie doch. Sie sind Betrüger. Nee. Ja. Nee. Sie haben gesagt doch. Nee. Doch. Nee. Sie sind Betrüger. Nee, Sie sind Betrüger. Sie sind Betrüger. Ja, dann ist es halt so. Ist mir ja egal. Das ändert dir die Situation nicht. Du bist und bleibst es mir einfach auch Abkommen der Gesellschaft. Betrüger. Ich weiß das. Warum betrügst du denn die Menschen? Warum willst du denn von alten warum Leuten, die kein die Geld Menschen haben, 250 Euro haben? Wollten sie kein Geld haben? Guck mal, und dann warum sagst du auch immer noch was zwischen. Du bist einfach nur ein Betrüger. Warum betrügst du die Leute? Man macht doch sowas nicht, die Leute zu betrügen. Das ist doch nicht anständig. Ja, was du genau. Also, warum suchst du dir denn? Warum suchst du dir denn keine anständige Arbeit? Warum antworten Sie auf diese Frage nicht? Okay, wir können so kommunizieren. Sie stellen die Frage und dann antworten Sie selbst auf diese Frage. Ja. Warum betrügst du denn die Leute? Los geht's. Und dann antworten Sie bitte. Ich werde einfach hören. Weil ein armes Würstchen bist, deswegen betrügst du die Leute. Also man kann's ja wirklich nicht oft genug wiederholen. Wir reden hier mit einer angeblichen Trading-Bank, die seriös mit euch irgendwelche Finanzgeschäfte machen möchte. Also der Typ soll hier einen Finanzberater oder sowas darstellen. Und wie bereits schon erwähnt, das ganze Gespräch besteht eigentlich hier nur aus nein, doch. Und er weiß ja, dass ich eigentlich das System von seiner, vermeintlichen Firma, nennen wir es mal, komplett mit Datensätze geflutet habe. Und er ruft jetzt hier an und fragt nach, was das werden soll. Aber ein richtiges Gespräch entsteht ja hier aus dieser Diskussion überhaupt gar nicht. Denn das Ganze, was hier eigentlich läuft, ist immer nur nein, doch, nein, doch, nein, doch. Tja, also wenn die so ihre Zeit verplempern wollen, ist das ja zumindest für die vermeintlichen Opfer ganz gut, wenn der hier so an unserer Leitung seine Zeit verplempert. Aber es ist schon wahnsinnig, was da eigentlich für Leute sitzen und was die sich da überhaupt denken. Ich meine, weiß ich ja nicht, was das Gespräch jetzt hier werden soll. Er versucht ja dem Anschein nach seine Firma reinzuwaschen. Nur irgendwie, weiß ich nicht. Mit Seriosität und Reinwaschen hat das, glaube ich, aber auch nichts zu tun. Also ich bin schockiert. Absoluter Wahnsinn. Und sowas erlebt man, wenn die angeblichen Trading-Firmen bei euch anrufen. Sie sprechen mit sich selbst, weil Sie Betrüger sind. Nee, du bist ja der Betrüger. Nein, Sie sind Betrüger. Nee, du bist Betrüger. Nein, Sie sind Betrüger. Nein, du bist Betrüger. Nein, Sie sind Betrüger. Nein, du bist Betrüger. Nein, wie können Sie das nachweisen, dass Sie kein Betrüger sind? Ja, aber du bist ja ein Betrüger. Du hast mich doch angerufen. Sie verstehen nicht, also, was ich sage. Ja, du sprichst ja auch nicht besonders deutlich. Ja, warum haben das nicht gesagt? Ja, warum betrügst du denn die Leute? Ja, ich habe gefragt, warum betrügen Sie selbst die Leute? Ja, warum betrügst denn du die Leute?
Das ist eine Frage, das ist keine Antwort. Ja, aber du bist ja Betrüger. Wie könnten Sie das nachweisen, dass Warum? Sie kein Betrüger sind? Ja, ich höre. Ja, warum betrügst du denn die Leute? Nein, ich habe gefragt. Ich warte auf Ihre Antwort. Ja, sagen Sie bitte etwas. Ja, warum betrügen Sie die Leute? Ja. Ich finde das ekelhaft, dass du die Menschen betrügst. Ja, und wie viel Geld hast du verloren? Was willst du? Was willst du von mir? Betrüger. Ja, ich habe gefragt, wie viel Geld haben Sie verloren, wenn Sie das so sagen. Wie viel Geld hast denn du schon so verloren? Du musst ja so einen ekligen Job machen. Also bei dir habe ich 10.000 Euro verloren. Ja, das ist schön. Verstehst du? Das freut mich sehr. Ich will mein Kind zurück. Ja. Ist aber nicht. Ja. Und was wollen Sie machen? Ja, nichts. Ich will mein Geld zurück. Ja, ist doch mir egal. Okay, ich habe verstanden. Musst du mal vernünftig arbeiten gehen, wenn du dein Geld pünktlich haben willst und es nicht rechtzeitig ausgezahlt bekommst. Dass du kein Betrüger bist, wenn jetzt sagst du, möchtest du mir nicht mal deinen Chef geben? 10.000 Euro. Also. Von mir bekommt hast. Ja? Du musst mir jetzt mal deinen Chef ans Telefon geben, ob du willst oder nicht. Ich wollte mit deinem Chef sprechen. Ja, dein Chef trägt bestimmt einen Rock, oder? Rock und Hackenschuhe und trotzdem einen Schnauzbart, kann das sein? Ich will mit Chef sprechen, ich warte. Ja, wie heißt denn dein Chef? Meine kleine Praline, Was möchtest du denn Schönes noch erzählen? Was möchtest du denn loswerden? Was hast du denn noch so Sinnloses aus deinem Leben zu berichten? Na, scheinbar nichts. Scheint ja sehr langweilig im Leben eines Betrügers zu sein. Na, so ist das halt, wenn man nichts anderes kann als betrügen. Dann weiß man halt nicht, was man so sagen soll. Das kennen wir ja alle so, ne? Naja. Deine Mutter muss ja dolle stolz sein. Und dann hat sich der nette Betrüger aus dem Staub gemacht. Wahrscheinlich, weil ihm die sinnlosen Antworten und Kommentare ausgegangen sind. Ich weiß es nicht. Bevor wir zum zweiten Telefonat kommen, wäre es ganz nett, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Guten Tag. Hallo, einen wunderschönen guten Tag, Herr Sebastian. Nee, Herr Sebastian, nicht. Okay, ist mein Vorname. Dann habe ich mal verwählt, ich entschuldige mich. Nö, es ist ja mein Vorname. Ach so, ja. Sebastian Klabauterbach, richtig. Ja. Ist schon wieder Wahnsinn. Tja, die Betrüger sprechen einen einfach mit dem Vornamen an. Und, haben nichts mit Höflichkeitsformen am Hut, habe ich das Gefühl. Es gibt irgendwie kein Land, wo man die Leute einfach mit dem Vornamen anspricht. Man hat ja nicht umsonst einen Nachnamen. Und die Betrüger fangen immer einen an, auf Kumpel gleich mit dem Vornamen zu duzen. So würde definitiv kein seriöses Unternehmen mit euch sprechen. Naja, und da der hier relativ schnell auflegen wollte, habe ich hier natürlich noch schnell die Zügel in der Hand behalten und das Gespräch noch rumgerissen, bevor er dann weg war. Er hätte jetzt hier definitiv schon an dieser Stelle aufgegeben. Also im Normalfall wäre das natürlich perfekt. Wenn ihr euch mit dem Vornamen nicht angesprochen fühlt oder nicht angesprochen werden möchtet und das erstmal verneint und der Betrüger dann auflegt. Besser kann es vom Prinzip her nicht laufen. Aber wir wollen ja dem Betrüger hier aus der Reserve locken und möglichst viel Zeit von ihm verplempern. Schön, Sie zu erreichen. Mein Name ist James Regan von der Firma Credit Capital Trading Online. Ich melde mich heute, weil ich möchte mal bei Ihnen ein paar gute Vorteile empfehlen. Was können Sie mit uns verdienen in der Richtung Trading Online? Ich weiß mal auch nicht natürlich, ob Sie schon aktiv waren in Vergangenheit oder nicht. Nö. Sie haben gar nicht teilgenommen in Trading Online, also mit Investitionen an die Börse.
Auch ja. Mit den Banken nicht? Nee. Okay, das ist ja gar kein Problem. Weil natürlich, sage ich mal ganz offen, die meisten von unseren Kunden am Anfang hätten ja keine Erfahrung gemacht von Trading Online. Aber durch unsere Zusammenkooperation natürlich kommen auf den Punkt, dass mit der Zeit würden ja auch langsam Profi geworden. Also total vertrauenserweckend. Der erzählt mir jetzt hier wirklich, die meisten seiner Kunden haben gar keine Ahnung von dem, was sie da tun. Und überweisen quasi einfach nur so ihr Geld. Tja, dass es tatsächlich leider genauso ist, wie er es hier auch schildert, ja, braucht man, glaube ich, nicht extra erwähnen. Das Traurige ist, die haben damit Erfolg mit dieser absolut sinnfreien und ja, perfiden Masche. Die labern einfach irgendeinen Quatsch, duzen die Kunden gleich, tun auf Kumpel und die Leute zahlen da ihr Geld ein. Tja, es ist absolut traurig. Ein paar von denen natürlich, das ich schon kenne, machen jetzt selber Trading und natürlich die ganze Profite für selber erhalten. So, gerade natürlich liegt ja ein heißes Thema vor uns. Natürlich ist ja den Brennöl und Bitcoin auch. Vielleicht haben Sie schon mal gehört, ein bisschen für die beide. Ja, aber was soll ich damit? Also es liegt ja eine Möglichkeit, dass wir bitten auch an die Kunden erstmal uns kennenlernen durch eine kleine Investition ab 300 Euro. Natürlich, damit sie schauen können, was kann man wirklich verdienen durch Investitionen an die Börse. Das heißt natürlich, mit so dieser Summe können wir für kurzfristige Zeit natürlich arbeiten, damit wir ihnen auch natürlich Schritt für Schritt zeigen können, wie verdienen wir durch Positionen an die Börse. Wie kann man wirklich Geld verdienen dadurch, ja? Tatsache. Eine kleine Investition für nur 300 Euro. Tja, also normalerweise war das ja eigentlich immer eher bei 250 Euro. Wahrscheinlich berücksichtigen die hier mittlerweile schon die Inflation und den Euro-Dollar-Kurs, damit die wenigstens bei ihren 250 Dollar bleiben. Ich find's einfach nur noch widerlich. Das Problem ist, dass das so Schlagwörter sind. Kleine Investitionen. Also erstmal klein und Investition. Investition ist natürlich nicht das Wort bezahlen. Ihr überweist aber 300 Euro. Und das ist eben das Schlimme. Und sobald ihr dort Geld überwiesen habt, ja, ist das eine Einbahnstraße. Ihr kriegt natürlich von solch einer Firma, die sich so am Telefon verhält, ja, unter Garantie nicht einen einzigen Cent zurück. Wenn ihr da erstmal das Geld aufgeladen habt auf das Konto, dann wird das nie wieder in Richtung von eurem Bankkonto zurückholbar sein. Ja, aber das ist mir zu teuer. Wie bitte? Das ist mir zu teuer. 300 Euro ist teuer für Sie, teilzunehmen. Ja. Was für eine Summe haben Sie zur Verfügung, wenn ich mal fragen darf? Na, also 200 würde ich vielleicht bezahlen. Mit 200 Euro. Kann ich auch machen, 250, damit wir natürlich ein Schutzkapital zur Verfügung kriegen von Finanzabteilung als Unterstützung. Weil natürlich, wir bieten sowas, weil wir möchten auch bei den Kunden, dass die Investition niemals auf Null kommen kann. Ja, das ist ja eine Sicherheit. Kapital, was wir auch zur Verfügung freigeben, natürlich von der Firma. Natürlich, das macht ja auch unserem Margin, also unserer Kontostand mehr, also natürlich erhöht das und das gibt uns die Möglichkeit natürlich mehr Positionen zu öffnen in verschiedene Richtungen wie Forex, Rohstoffe, Indikes, Kryptowährung mit kleinem Lot natürlich, weil auf jeden Fall, wie gesagt, es wird ja auch in einem kleinen Betrag zur Verfügung sein und wir können nicht so größerem Position öffnen, aber trotzdem, es geht mehr um Ihnen zu zeigen, wie kann man wirklich Geld verdienen durch Investitionen in die Börse und natürlich Ihnen zu zeigen, was für eine Strategie haben wir, was können Sie, wo liegt das Unterschied von unserer Firma mit den anderen und natürlich, wieso sind wir auch so viel erfolgreich mit so welchen Strategie, was wir machen. Natürlich, durch diese Zeit, durch diese 10 Tage Zusammenarbeit, würde ich mal sagen, sind wir auch zuständig, natürlich für Sie das Beste zu tun. Und natürlich werden wir natürlich schaffen, bis zum 18%. Es ist abhängig natürlich, wie stark die Signale sind, was wir kriegen, immer natürlich im realen Zeit von unserer Agenten weltweit. Aber wie gesagt, es geht darauf, dass wir kommen bis zum 18% reine Gewinn von die Investition, was wir zur Verfügung haben in diesem Richtung. Natürlich, das Möglichkeit danach haben Sie die Profite auszahlen lassen. Jede Zeit stellen Sie sich mal vor, Gebühren und Provision frei.
Das heißt natürlich, dass alles übernimmt unsere Firma, sie zahlen kein Cent dafür. Und natürlich, sie haben das potenzielle Möglichkeit, nach nur 10 Tagen, ungefähr 2 Wochen, natürlich auf eine Entscheidung kommen, ob sie möchten danach mit uns weiter fortfahren, natürlich um eine professionelle Zusammenarbeit, langfristige, oder möchten sie einfach aufhören und ihre Investition plus die Profite auf einmal natürlich auszahlen lassen, wie sie wünschen. Danach natürlich wird ja auch ihre Entscheidung. Wie gesagt, wir sagen jederzeit bei den Kunden herzlich willkommen, weil natürlich unsere Ziel ist, mehr Kunden zu haben. Natürlich mehr verdienen die Kunden selber auch, aber mehr verdient auch die Firma, weil jeder hat ja Interesse in diesem Richtung. Aha. Genau. Wollte mal noch eine Frage stellen. Haben Sie die Möglichkeit, gerade vor dem Computer zu sitzen, damit ich mal kurz unsere Website buchstabieren ein bisschen, ja? Ja, dann buchstabieren wir mal ein bisschen. So, Cesar, Richard, Emily? Soll ich das jetzt buchstabieren? Ja, ich habe schon angefangen. Also soll ich jetzt Cesar buchstabieren? Schreiben auf Ihre... Haben Sie einen Computer nebenbei? Ein E, ein E, ein S, ein A und ein R. Cesar. Nee. Kredit, wir haben doch gesagt, Kredit. Wir wollen jetzt ein bisschen buchstabieren. Ich buchstabiere das für Sie. Ach so, dann buchstabieren Sie. Cesar, Richard, Emily. Ja, dann buchstabieren Sie mal. Also C wie Cesar, R wie Richard, E wie Emily. Ja, nee, so buchstabiert man ja nicht Cesar. C, C, A, B, C, also den Buchstabe. C. C ja. Wie Cesar. Aha. R wie Richard. Können Sie auch Sabine buchstabieren? Wie bitte? Können Sie auch Sabine buchstabieren? Ich buchstabiere Sie unsere Website bitte, nicht die Namen von den Leuten. Ach so, das habe ich jetzt gedacht. Nö. Ich buchstabiere die Namen von Website. Von WhatsApp? Von unserer Website. Ach, von die Website. Ja. Okay. Dann buchstabieren Sie mal. C wie Cesar. F wie Richard. Aha. A wie Emily. D wie Dora. Ja. I wie Italy. Aha. T wie Theodor. Okay. K wie Kaufmann. Ja. A wie Anton. Mhm. P wie Paul. Ja, fein. Kapital, also aber mit K, nicht mit C. Warum? Wie man schreibt ein Wort, Kapital. Aber warum? Weil so heißt unsere Firma. Ach so. Okay. Wie und weit du? Weg sind Sie? Was? Wie weit weg sind Sie bitte? Ich bin nicht weit weg. Ich habe das Telefon direkt am Ohr. Nee, ich meine mit der Website. Ach so. Ja, das müssen Sie ja sagen. Also, wie meinen Sie das jetzt? Habe ich nicht verstanden. Müssen Sie sich deutlicher ausdrücken. Ja, ich bin ja nicht Deutscher, das muss ich mal auch gerne sagen, ja. Ich komme aus Schottland, Edinburgh. Aber ich bin zuständig für die deutsche Abteilung Schweiz und Österreich zuständig. Gut, gut. Also er muss mal sagen, dass er kein Deutscher ist. Also, als wäre uns das jetzt hier nicht aufgefallen an dieser Stelle. Aber er ist zuständig für die deutsche Abteilung. Dass der sich ja eigentlich die ganze Zeit nur im Kopf und Kragen redet und ja, eigentlich alles, was er da so von sich gibt, nicht mal im Ansatz irgendwie Sinn ergibt, das hat er wohl nicht so richtig mitbekommen. Das Krasseste an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass der ja die ganze Zeit was erzählen will über seine Firma, aber irgendwie kommt's gar nicht dazu. Der labert und labert und labert. Und dabei bleibt's dann eigentlich auch beim Labern. Ich weiß nicht, was das werden soll oder was er sich damit vorstellt, aber von seriös ist er mit dieser Einstellung und dem Verhalten ganz, ganz weit weg. Ja. Und du? Ja, also sind Sie mit der Website weiter angefangen zu schreiben bei Ihrem PC? Oder? Haben Sie ja nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, Sie wollen jetzt ein bisschen buchstabieren. Ja, gerne. Kein Problem, ich merke, dass Sie kein Interesse haben. Ist in Ordnung, ja? Machen Sie gut dann. Was? Ich habe Sie nicht richtig verstanden, akustisch. Machen Sie einen schönen Tag noch weiter, ja? Ich merke, dass Sie kein Interesse haben, weil natürlich meine Zeit kostet ja wirklich viel und ich möchte nicht sowas verlieren. Ja, genau, deswegen verschwende ich ja deine Zeit. Ich merke, dass Sie möchten sowas nicht, also trotzdem aber einen schönen Tag noch, ja? Machen Sie gut. Wünsche ich mir auch den schönen Tag. Ja, gerne, machen Sie das. Genießen Sie. Ja.
Ciao, ciao. Tüdelü. Ciao, ciao. Bist ja noch dran. Hast nur dein Mikrofon ausgemacht. Naja, so ist es halt, ne? Wollen wir zusammen noch was Schönes singen? Nee? Das ist ja schade. Ich dachte, wir singen jetzt noch was. Kuckuck. Da fragt man sich manchmal wirklich, wie stellen die sich ihren Job eigentlich vor? Einfach bei den Leuten anrufen und das Geld einsammeln und die Kasse klingelt? Und das Schlimme ist, da zahlen sehr, sehr viele Leute einfach so ihr Geld ein. Tja, dass man damit keinen Erfolg haben wird, spricht eigentlich für sich. Doch leider gibt es hier sehr, sehr viele Opfer, die da trotzdem ihr Geld einzahlen. Ich hoffe, der Anruf oder die Anrufe waren wieder lehrreich für euch und ihr wisst, wo ihr kein Geld einzahlt. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer mag, kann gerne noch den Kanal abonnieren, am besten mit Klingelglöckchen, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn's was Neues auf dem Kanal gibt. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.